Wir sind jetzt auf der gegenüberliegenden Seite von dem Spot angekommen, wo wir heute Nacht gecampt haben. Und sind halt also quasi einmal bis zum Ende von dem See gelaufen und auf der anderen Seite wieder zurück. Und haben jetzt knappe 25 Kilometer. 27. Knappe 27 Kilometer, die wir gelaufen sind. Und laufen jetzt noch 35 mindestens. Ja. Also insgesamt. Genau, heute. Und den Rest dann morgen dann zu eigentlich, Ende. Eigentlich 50. Eigentlich. Ja. Jens Zwist, weil ich Bock habe, auf Leistung zu wandern, jetzt so mittlerweile, ja. Weil es sieht wirklich alles gleich aus. Pascal hat einfach zu wenig Gewicht mitgenommen. Und, ja, genau, daran liegt's. Daran liegt's, genau. Und, haben wir einen falschen Weg genommen? Nein, nein, wir sind richtig. Und nachts geht halt die Fantasie mit einem durch, ne? Da sieht man Sachen. Ich liebe. Wir hätten unser Frühstück eben posten sollen. Ja, Frühstück ist gut. Das war Mittagessen. Jetzt schon, mein Frühstück. Schon ordentliches Mittagessen. Weight Gainer. Einfach 800 Gramm Weight Gainer posten. 800 Gramm Weight Gainer, 500 Gramm Quark. Wie viel war das denn? Das waren 500 Gramm alleine Quark. Ja. Ein Scoop hier was zu nehmen. Protein und Weight Gainer. Dann haben wir ein bisschen Milch gehabt. Chlorella, Spirulina, Ashwagandha, ne, Flo? Das Banane, Apfel, ja, locker ein Kilo. 5 Tassen Haferflocken mit Protein. Steht ja gar nicht drauf. Urwaldsteig, Edersee. Ja, das ist unsere Route heute. Der Urwaldsteig am Edersee. Wir laufen einmal komplett rum. Sind so 70 Kilometer mit knapp 1000 Höhenmeter, ein bisschen weniger, so knapp 900. Ja, ordentlich gegessen haben wir gerade schon. Ja. Und Pascal hat schon gebrochen. Und das Internet wird nicht besser. Spaß. Hast du kein Internet? Internet ist low. Curse you, Internet! Falschen Weg genommen. Nein, nein, wir sind richtig. Wie man sieht, sieht man nichts. Wir, Pascal, erzähl doch mal. Was machen wir gerade? Ich sehe gerade ein Schild, bin ein bisschen überrascht und jetzt müssen wir einen anderen Weg nehmen. Einen anderen Weg, genau. Oder der richtige. Ist das der richtige? Wir müssen jetzt wahrscheinlich da hoch. Oder ist das da auch? Ist das der Erdrutschweg? Oder ja, ja, das ist der Erdrutschweg und wir müssen jetzt da hoch. Der nicht? Genau. Da rutscht die Erde nicht? Oder wie genau, da rutscht die Erde nicht, weil da ist die Erde von hergerutscht. Jetzt gehen wir da hoch und wir sind jetzt gerade 20 Kilometer gelaufen und suchen nur noch nach einem netten Plätzchen zum Campen. Ja, weiter geht's. Noch haben wir nichts gefunden. Tag 2 beginnt etwas beschwerlich. Wir sind gerade den Abhang da oben notgedrungen runtergelaufen. Nicht notgedrungen. Weil wir ein bisschen vom Weg abgekommen sind. Aber die Aussicht da oben war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es hat sich gelohnt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir hätten auch bleiben können. Bitte? Wir hätten auch bleiben können. Ja. Und heute laufen wir ein bisschen mehr als gestern. Gestern sind wir 20 Kilometer gelaufen. Heute laufen wir wahrscheinlich so 30, 25, irgendwas in der Richtung. 35.
vielleicht auch 35. Das ist zu viel. Aber das ist, glaube ich, zu viel. Also Pascal überschätzt sich mal wieder sehr. 30 ist gut, ja. Ja, gestern hatten wir noch einen Waschbären am Zelt. Der war ganz knuffig. Ja, weiter geht's. Ja, er meint, er hat halt viel mehr Gewicht gehabt als ich am Anfang. Deswegen habe ich jetzt sein Essen übernommen, das, was übrig ist. Und jetzt wären wir ungefähr auf einem Level vom Gewicht her. Mir tun tatsächlich auch die Füße weh. Aber ich habe Bock auf Leistung zu wandern. Und würde, je nachdem, wie es mit der Sonne läuft, 50 durchgehen. Aber er hat keinen Bock drauf. Weil Pascal, der furzt zu viel und muss das immer riechen und deswegen habe ich einfach nicht mehr so die Energie, weil er sich strikt weigert, mal ins Gebüsch zu gehen, weil er nämlich ein kleiner Heimscheißer ist. Deswegen, ich muss gar nicht. Furzt er den ganzen Tag und seine Schwefeldämpfe, die benebeln mich und dann ist ja klar, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin. Anscheinend habe ich gerade unbewusst einen fahren lassen. Und ich musste tatsächlich noch nicht scheißen. Gerade untergegangen. Wir haben jetzt, wie viel haben wir? Halb neun? Halb neun. Halb neun und sind jetzt knapp, wie viel gelaufen? 55 circa. Insgesamt, ja. Oder? Ja, ja. Und noch 15 Kilometer, 14. Heute 35, also insgesamt 55 und heute 35 und laufen jetzt noch zu Ende. Yes, yes. Wie viel müssen wir noch laufen? Ja, 10 Kilometer, sind gut dabei. Und nachts geht halt die Fantasie mit einem durch, ne? Da sieht man Sachen. Und dann kam er mit Blair Witch Project, wie es hier so aussieht. Und ich so, Alter, hör auf damit. Krieg ich die Creeps. Ja. Ja, das war's. Weiter geht's, ne? Zündstoff City. Hm. Was war da drin? Mietwohnung und ein Restaurant. Wie lange müssen wir noch laufen? Ja, 6,5 Kilometer. Ich fühle mich nämlich richtig geil. Ich fühle mich richtig geil. Richtig fit. Ich könnte noch 50 Kilometer mehr laufen. Dann hätten wir 100. Ja, das ist doch easy going. Komm, wir laufen noch mal rum. Ja, ja, lass komm, mal. Komm, wir laufen noch mal um den Scheißsee. Komm. Noch mal da rum. War doch so schön. War echt gut. Hat echt Spaß gemacht. Ich bin jetzt ziemlich offen, muss ich gestehen. Und ich laufe auch ziemlich schnell, aber gleich sind wir im Auto und dann war es das auch. War auf jeden Fall eine Grenzerfahrung aus der Komfortzone raus. Das war auf jeden Fall toll. Ja, und morgen wird man das doch schön finden. Gerade eben findet man das richtig scheiße.
Lass weiterlaufen. Ja, hier. So. Komm, komm. Was denn? 12 Uhr? Mir egal. Ach, komm. Für mich gibt es kein Zeitgefühl mehr. Schon ein. Für mich ist nur noch vorwärts. Keine 2 Tage haben wir gebraucht, ne? Ne. Keine 2. Ja, habe ich so nicht. Ein Abend und ein Tag. Wo war das, rechts? Ja. Stimmt, wir sind durchgegangen. Ich hör jetzt auf, ne? Tschüss, tschüss. Alles klar, ciao.